Hallo, kürzlich habe ich wieder mal ein Interview mit Markus Krall gehört, wo er gewohnt brillant herausarbeitet, wie die Zusammenhänge zwischen Corona-Maßnahmen, der Finanzierung über die Notenbank, dem Geldmengenwachstum, der Inflation, die wir heute alle spüren, sind. Ja. Also er kann da irrsinnig gut diese Kausalketten argumentieren. Es macht Spaß, ihm dazuzuhören. Es ist alles sehr plausibel und nachvollziehbar. Er kann irrsinnig gut argumentieren, warum ein Zurückdrängen der Marktkräfte, der unternehmerischen Freiheit immer mehr dazu führt, dass die staatliche Verwaltung überhand nimmt, dass das zu sinkenden Wachstumsraten, ja, und zum Schwinden des breiten Wohlstands führt. Also ich glaube, da gibt es einige gute Gründe, ihm zuzuhören. Er kann da einiges sehr gut erklären. Die Frage, die ich da mir dann aber immer stelle, ist, ja, okay, wenn das in den 70er, 80er Jahren besser war und jetzt zunehmend schlechter funktioniert, warum ist das eigentlich so? Was sind die gesellschaftlichen Triebkräfte dahinter, die größere Perspektive, ja? Sind das alles dumme Menschen, die da entscheiden, oder gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten in den Entwicklungen, ja, warum in so vielen Ländern, wo in den 70er, 80er, 90er Jahren der breite Wohlstand gewachsen ist, der heute immer mehr im Schrumpfen basierend ist, ja. Und da bin ich wieder mal auf Wilhelm Röpke gestoßen. Das ist für mich ein Ökonom, der leider heute etwas in Vergessenheit gerät. Wilhelm Röpke ist ein deutscher Ökonom, der 1899 geboren ist. Also die 20er, 30er Jahre, die Zwischenkriegszeit, den Nationalsozialismus, die Zeit des Nationalsozialismus als junger Mann mitbekommen hat. Also er ist dann in Schweizer Exil gegangen, ja, hat dann als Ökonom in der Schweiz gewirkt, hat sehr viel seiner persönlichen Erfahrungen oder sehr viel publiziert in Richtung ökonomische Literatur, wo halt, denke ich, seine persönlichen Erfahrungen deutlich eine Rolle spielen. Er ist also ebenso wie Markus Krall ein liberaler Denker, ein Verfechter der liberal-demokratisch-freiheitlichen Systeme, ist ein antitotalitärer Denker, also steht dem sozialistisch-sowjetischen Gesellschaftsmodell ebenso feindlich gegenüber wie dem Nationalsozialismus und ist ebenso ein Verfechter dieser liberal-demokratischen Denkschule. Allerdings anders als bei Markus Krall, wo ich das ein bisschen einseitig finde, sieht Wilhelm Röpke durchaus auch die negativen Seiten dieses liberalen Modells. Ja. Er beschreibt also ganz kurz, und das ist für mich so die Inspirationsquelle für dieses Video, die liberal-demokratische marktwirtschaftliche Grundordnung, ja, als Moralzehrer, die auf einer Moralreserve aufbaut, ja, die sie aber selbst nicht erhält. Ja. Er kann also argumentieren, warum sozusagen der Jetzt-Zustand, ja, logischerweise aus den 60er, 70er Jahren erfolgt. Ja. Und das möchte ich mal in den nächsten 40 Minuten anhand der Nachkriegsgeschichte Deutschlands und Österreichs und der Triebkräfte etwas genauer durchdenken, um nicht nur zu erklären, was Markus Krall tut, ja, warum auf die Notenbankpolitik die Inflation führt, ja, sondern auch, warum die Notenbank zunehmend eine verantwortungslose Politik betreibt, die zur Inflation führt. Aber das ist sozusagen nicht das Einzige, wo sich das äußert. Ja. Und da eben inspiriert von den Gedanken von Wilhelm Röpke, ja, möchte ich mal das anhand von Österreich und Deutschland historisch einmal genauer durchdenken. Ja. Mal Gedanken drüber machen. Es hat gerade 32 Grad. Ich hoffe, ich kriege das gut rüber. Ich bitte um Verständnis, wenn der ein oder andere Gedanke, wenn ich ihn vielleicht wiederholen muss. Ich werde es versuchen, möglichst deutlich zu machen. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist quasi die unmittelbare Nachkriegszeit und welche gesellschaftlichen Kräfte da in Österreich und in Deutschland politisch vorhanden waren. Also der Otto-Durchschnittsbürger, der sich nicht für Politik interessiert, sondern einfach mit jedem Gesellschaftsmodell quasi versucht, pragmatisches Beste daraus zu machen, den gibt es natürlich auch. Der spielt jetzt aber in der Überlegung eher weniger eine Rolle, weil er sich eben politisch nicht engagiert, weil er sich gesellschaftlich nicht einsetzt, sondern einfach nur auf sich selbst schaut. Sondern ich möchte mal anschauen, welche gesellschaftlich organisierten Kräfte sind nach 1945, also nach der militärischen Niederlage des Deutschen Reichs, nachdem die Besatzer die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorgeben und eben beschließen, aus Österreich und Deutschland, zumindest aus Westdeutschland, jetzt eine liberale Demokratie zu machen.
Welche Kräfte sind da in der Bevölkerung da? Und da sind natürlich einmal sehr stark da ehemalige Nationalsozialisten, ja, die aber irgendwo Nationalsozialisten geblieben sind in der Weltanschauung. Ja. Ich habe da später noch mit Zeitzeugen selber reden können. Ja. Wenn man da ein bisschen zuhört, ist das hochinteressant und nicht sofort moralisch urteilt. Da gibt es also sehr viele Leute, die Zeit ihres Lebens irgendwo Nationalsozialisten geblieben sind, die zwar sozusagen sehr vielen, was im Dritten Reich passiert ist, mit Sicherheit kritisch oder auch feindlich gegenüberstehen, die sehr viele der verbrecherischen Seiten des Dritten Reichs ehrlich ablehnen, die aber sozusagen Familie, Volk und Vaterland ja, nach wie vor als die Dreh- und Angelpunkte ihres Denkens ansehen. Ja. Die waren also nach 1945 nicht auf einmal weg, sind teilweise in anderen Parteien aufgegangen, waren aber als Kraft ja, mit Sicherheit in der Nachkriegszeit nach wie vor gestaltend. Ja. Als zweite, gar nicht so kleine Gruppe gab es damals die Sozialisten, Kommunisten, also die Anhänger der Sowjetunion im Prinzip. Ja. Also die dann auch sehr stark mit dem stalinistischen Osten kooperiert haben. Ja. Das ist auch aus heutiger Sicht ein bisschen schwieriger zu verstehen, wo man natürlich klar ist, aus Sicht des Jahres 2022, dass der Stalinismus eine gesellschaftliche Sackgasse war, ein System, das keine Zukunft hatte. Ja. Aber ich möchte das nur mal aus der Perspektive versuchen, eines Kommunisten in der Nachkriegszeit zu sehen. Ja. Da bekommt man also mit, dass 1917 Russland so rückständig und schwach ist, dass es als erster die Waffen strecken muss und im Ersten Weltkrieg quasi kapitulieren muss, weil es die Kriegsanstrengungen nicht leisten kann. Ja. Also Russland ist quasi das schwächste Glied unter den europäischen Großmächten. Ja. Und binnen 24 Jahre bis 1941, als dann der Krieg Sowjetunion Deutsches Reich ausbricht, ja, oder vollkommen eskaliert, ja, schafft es der Stalinismus bei all den Opfern, die es gab, ja, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, ja, aber darum geht es mir jetzt nicht, sondern aus Sicht jemanden, der damals Stalinist war, ja, Kommunist war, also innerhalb von 24 Jahren schafft es der Kommunismus in der Sowjetunion, die Sowjetunion so stark zu machen, dass sie das mächtige deutsche Heer vernichtend schlagen können. Ja. Also aus Sicht von 1947 oder 1949 ja, war überhaupt nicht so klar, ja, dass der Osten eines Tages einmal untergehen wird. Ja. Und da gab es also gar nicht so wenige Anhänger. Also in Österreich würde ich das durchaus, wenn ich die Wahlergebnisse der Nachkriegszeit als Grundlage hernehme, dann sind das durchaus 10-15% der Bevölkerung, die in diese Richtung gedacht hat. Also als Gruppe schon groß, wenn auch sicher nicht die Mehrheit. Ja. Also ich habe die ehemaligen Nationalsozialisten, die irgendwo schon Nationalsozialisten in vielen Fällen geblieben sind. Ich habe die Kommunisten, Stalinisten. Als nächste große Gruppe habe ich die Sozialisten. Ja. Und wer mit alten Sozialisten, Sozialdemokraten, wie sie sich dann umbenannt haben. Ich glaube, die Partei in Österreich hat sich in den 90er Jahren von sozialistisch auf sozialdemokratisch umbenannt. Ja. Aber wenn ich hier mit einigen alten Herren gesprochen habe, ja, die jetzt leider großteils verstorben sind, aber ich habe da auch immer sehr gern zugehört, also Sozialisten, die die 30er Jahre miterlebt haben, die den Februar 34 den Aufstand gegen den Austrofaschismus mitgemacht haben, ja, wenn wir mit denen geredet haben, dann waren das überzeugte Sozialisten, die internationale gesungen haben und das war nicht irgendein Ritual, sondern das war voller Inbrunst, ja, weil man klar ist, man bewegt sich irgendwo auf dem Weg zum Sozialismus hin, auch wenn man momentan mit der Demokratie eigentlich ganz gut leben kann. Ja. Aber auch quasi die Sozialdemokraten, Sozialisten in der Nachkriegszeit waren keine Demokraten, sondern es waren Menschen, die gesehen haben, dass die Demokratie aus ihrer Weltanschauung her ein Schritt in die richtige Richtung aus der Monarchie heraus ist, aus dem Faschismus heraus ist, aber das Fernziel muss lauten sozialistische Gesellschaft und nicht liberal-demokratische. Ja. Dann gab es, das ist das Schwierigste für mich einzuschätzen, weil es sehr heterogen ist, das konservative Spektrum. Also das, was in Österreich die Österreichische Volkspartei ist, in Deutschland die CDU, die CSU ist. Ja. Also das ist eben in der Nachkriegszeit sicher heterogener gewesen. Aber man kann auch hier sagen, Demokraten waren das zur überwiegenden Mehrheit keine. Ja. Also in Österreich, als sie die Möglichkeit dazu hatten, hat die Vorläuferpartei der Österreichischen Volkspartei 1934 das Parlament ausgeschalten, Parteien aufgelöst, Zeitungen verboten, Zensur eingeführt. Also alles das, was man als Demokrat eigentlich genau nicht machen sollte. Ja. Also das Dollfuss-Regime war das dann. Ja.
Und auch in Westdeutschland, also ich war mal in Berlin und habe da eine Ausstellung gesehen, wo es um die ersten Wahlen in der Nachkriegszeit ging. Ich glaube, das war 1949 und da waren die Wahlplakate verschiedener Parteien und da war eben ein Plakat der CSU oder CDU, ja, und da stand also groß drauf Sozialismus, aber mit christlichen Werten, ja. Also selbst die Konservativen, ja, waren scheinbar 1949 der Meinung, dass man, um einen Wahlkampf effizient zu führen, das Wort Sozialismus braucht, ja, und da ist eben nicht drauf gestanden liberale Demokratie, aber mit christlichen Werten, sondern Sozialismus, ja. Also auch das würde ich sagen, waren in der überwiegenden Mehrzahl her keine liberalen Demokraten, die da im konservativen Lager waren. Die liberalen Demokraten, die es gegeben hat und die Abschätzung der Größe, die würde ich an den Wahlergebnissen in Westdeutschland der FDP festmachen. In Österreich ist es ein bisschen schwieriger mit VDU, FPÖ, wo sich dann erst in den 90er Jahren die liberale Partei abgespalten hat. Aber in Westdeutschland, wenn man sich die Wahlergebnisse der FDP in den 50er und 60er Jahren anschaut, also das würde ich ungefähr als die Größenordnung, die liberale überzeugte Demokraten in Deutschland ausgemacht haben, sehen, dann waren das irgendwo 10%. Also ich glaube, die schlechteren Wahlergebnisse waren irgendwo bei 5%, die besten Wahlergebnisse waren so bei 12%, aber so irgendwo knapp 10%. Das ist für die Betrachtung genug. Also ich würde sagen, die Deutschen waren nach der militärischen Niederlage, der Besatzung und der Demokratie, die von außen übergestülpt worden ist, ja, zu 90% keine Demokraten und dann gab es 10% Demokraten. Ja. Was haben jetzt diese Nicht-Demokraten gemeinsam? Ja? Also ich möchte das nicht gleichsetzen, überhaupt nicht, ja, aber ich möchte eine Gemeinsamkeit rausarbeiten, die für mich irgendwo überzeugend wichtig fürs Folgende ist. Ja. Das sind nämlich alles Menschen, die in irgendeiner Weise ein utopisches Fernziel haben. Ja. Also es ist schon klar, dass man unter schönen utopischen Fernzielen auch grausame Verbrechen begehen kann, das schließt sich leider nicht aus. Ja. Aber sozusagen der Nationalsozialist hatte sein tausendjähriges Reich, wo er sich als Teil einer Ahnenkette gesehen hat, einer Abstammungsgemeinschaft, wo er nur ein kleines Glied der Kette in einer geschichtlichen Perspektive ist. Ja. Und wo die Perspektive des Volkes in einer tausendjährigen Geschichte eine Rolle spielt, aus seiner Sicht. Ja. Aus Sicht des Kommunisten ist die ganze Menschheitsgeschichte etwas, was sich in Richtung des Fernziels kommunistisches Paradies entwickeln soll. Ja. Also der Sozialismus ist mal ein Übergang und irgendwann einmal geht es uns allen so gut durch die Technik, dass jeder unbegrenzt alles haben kann und das ist dann das Paradies. Ja. Aber quasi auch hier gemeinsam ist, ja, ich sehe mich nur als kleinen Teil, ja, irgendwo hier nicht einer Ahnenreihe an, sondern einer Menschheitsfamilie, die mit einer Triebkraft in der gesamten Geschichte, also Hegel, der Weltgeist, der immer weiter strebt. Ja. Also ich sehe mich als Teil einer Menschheit an, die insgesamt in Richtung Fortschritt wächst und am Ende dieser Entwicklung steht irgendwann mal die Utopie der Kommunismus. Ja. Und heute ist nur ein kleines Stück des Weges am Weg zu dieser Utopie. Ja. Und der revolutionäre Sozialist, also der dann später irgendwann mal Sozialdemokratie der Partei, die sich dann später in Sozialdemokratie umbenennen wird. Ja. Also heute ist die Sozialdemokratie voll in der Demokratie angekommen und aber die Leute, die damals als Sozialdemokraten tätig sind, das waren eben eher überzeugte Sozialisten, die gesehen haben, okay, Nationalsozialismus wollen wir nicht, so wie es in der Sowjetunion abläuft, wollen wir eigentlich auch nicht. Ja. Also wir arrangieren uns mal ganz pragmatisch mit der Demokratie jetzt, ja, aber das Fernziel heißt schon auch irgendwo Sozialismus, ja, in weiter Ferne. Das ist unsere Gesellschaftsvorstellung, auf die wir hinarbeiten, ja. Das heißt, die verschiedenen Gruppen haben alle gemeinsam, ja, dass sie sich selber eigentlich nicht in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. Sie sind nicht wie in der Demokratie, wie im Liberalismus dann üblich, als Individuen Selbstzweck der Betrachtung, wo es darum geht, möglichst viel konsumieren zu können, möglichst viel Wohlstand aneinander zu reihen, sondern das sind alles Weltanschauungen, die sich irgendwo in einem historischen Kontext sehen, der über viele Jahrhunderte geht, ja, wo sich das eben aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, aber weiterentwickelt, bis am Ende irgendwann einmal etwas sehr Schönes steht. Und um das Schöne zu entwickeln, muss ich halt jetzt sozusagen einiges in Kauf nehmen. Ja.
Eben leider hat das halt auch zu sehr negativen Punkten geführt, dieses Denken. Ja. Aber für mich wichtig ist, das waren also allesamt im Großen und Ganzen keine Demokraten, eben vielleicht mit Ausnahme der Leute, die in der FDP waren. Ja. Aber das war eher eine Gruppe, die ich auf 10% der Bevölkerung einschätzen würde. Ja. Und einmal der wichtige Gedanke ist, und ich habe da auch mit Leuten aus verschiedenen dieser Denkrichtungen geredet, ja, die das also historisch miterlebt haben, eben die Generation, die jetzt leider gerade, wo jetzt leider gerade die Letzten versterben, aber ich habe da immer sehr hellhörig zugehört. Ja. Und das waren also Weltanschauungen, die sich in den 20er, 30er Jahren noch teilweise wortwörtlich den Schädel gegenseitig eingeschlagen haben. Diese Straßenkämpfe zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten, Nationalsozialisten, sogar in wechselseitigen Bündnissen. Ja, und die sind dann nach 1945 draufgekommen, wenn sie jetzt unter dem Zwang der Besatzer sich an demokratische Spielregeln halten müssen, sich gegenseitig nicht mehr die Köpfe einschlagen, dieses utopische Denken in den Hintergrund stellen und pragmatisch unter den momentanen Machtverhältnissen mit West- und Ostalliierten, quasi mit den Westalliierten und den Kommunisten im Osten, sich auf das Mögliche konzentrieren und hier gemeinsam nach demokratischen Spielregeln miteinander agieren, dann kommt zur Überraschung von vielen auf einmal was sehr Gutes raus. Ja? Also der Lebensstandard ist dann in den 50er Jahren wieder stark angestiegen. In den 60er Jahren wurde in Deutschland, in Österreich ein Lebensstandard erreicht, der historisch zuvor unerreicht war. In den 70er, 80er Jahren konnte dieser Lebensstandard weiter gesteigert werden. Also es ging Österreich oder Westdeutschland 1980, 1990 so gut wie nie zuvor in der Geschichte. Ja. Und diese unterschiedlichen, sage ich mal, radikaleren Denker, wobei radikal müssen eigentlich immer die Ränder sein, also es war schon irgendwo die Mitte der Bevölkerung, die halt 1945 noch aus Nationalsozialisten, Sozialisten, Kommunisten, christlichen Menschen, die aber dann auch eher am Ständestaat oder an der Monarchie orientiert waren. Also diese Massen an Menschen, die eigentlich keine Demokraten sind, kommen dann unter der Besatzung, unter dem politischen System, das von den Besatzungsmächten im Wesentlichen gestaltet worden ist, ja, drauf, wenn sie innerhalb dieses Systems alle konstruktiv mitarbeiten, dann kommt auf einmal etwas sehr Gutes raus. Ja. Dann funktioniert das relativ gut. Es gibt keine Toten mehr auf der Straße, weil man die Konflikte über Wahlen und über Abstimmungen in Parlamenten, über Gesetzgebung, Gewaltentrennung, was da alles dazugehört, also quasi löst, ohne Gewalt anzuwenden. Und am Ende geht es eigentlich allen relativ gut. Ja? Und um das sozusagen nochmal an einem Beispiel festzumachen, fällt mir da immer die Regierung Kreisky-Rösch ein, ja, die diese Widersprüche so herrlich in sich verbindet. Ja. Also zu Bruno Kreisky braucht man, glaube ich, relativ wenig sagen. Also der Sohn einer jüdischen bürgerlichen Familie in Wien, der überzeugter Sozialist ist, in seiner Jugend bei der Gründung der revolutionärsozialistischen Jugend, glaube ich, mitbeteiligt war, später bei den revolutionären Sozialisten arbeitet und dann nach 1938, glaube ich, über Dänemark ins schwedische Exil geht. Ja. Also das ist, und der spätere Bundeskanzler natürlich ist, der mit Olaf Palme, glaube ich, gemeinsam wie kein anderer als Symbolfigur der Verdienste der Sozialdemokratie steht, die eben in den 60er, 70er, 80er Jahren in Westdeutschland, in Österreich tatkräftig mitgeholfen hat, sie war nicht allein verantwortlich, aber ganz wesentlich mitgestaltet hat, dass es so vielen Millionen Leuten so gut ging materiell, ja, dass die Freiheit so hoch war etc. Ja. Also wenn man mit älteren Sozialdemokraten in Österreich redet, dann kriegen die naturgemäß feuchte Augen, wenn man den Namen Bruno Kreisky erwähnt, also wird so ein bisschen belächelt und auch als Sonnengott bei uns in Österreich
betitelt, was dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist, aber er wird über alle Lager hinweg heute als einer der herausragenden Politiker in Österreich gesehen. Ja. Der ist in seiner Jugendzeit, in seiner prägenden Zeit, wo sich die Weltanschauung festigt, eben revolutionärer Sozialist ist und mit Sicherheit kein Liberaldemokrat war. Ja. Also sein Ziel als junger Mensch war sicher die Errichtung, ja, einer sozialistischen Gesellschaft, ja, und nicht ein pragmatisches Agieren als österreichischer Bundeskanzler, was er dann 40 Jahre später, 30 Jahre später getan hat. Ja. Und sein Innenminister war Otto Rösch. Ja. Und das ist halt insgesamt interessant. Also Rösch war dann später, der ist der Sozialdemokratie beigetreten. Ja. Aber Otto Rösch ist so ein Paradebeispiel für einen hochrangigen Nationalsozialisten, der dann in Österreich in höchste Ämter kommt. Also damals war Österreich neutral, ja, und somit waren die beiden wichtigsten Positionen in der Regierung der Kanzler, das war eben Bruno Kreisky und der Innenminister Otto Rösch. Das waren eben die beiden mächtigsten Männer im Land. Ja. Und Otto Rösch ist also NSDAP-Mitglied gewesen und hat an einer Napalm unterrichtet, also an diesen Elite-Schulen, wo die Nationalsozialisten aus ihrer Weltanschauung heraus die besten Elemente des gesamten Volkes zusammengeholt haben, um den Nachwuchs für das tausendjährige Reich ideologisch, weltanschaulich zu schulen. Ja. Ich hatte also hier noch einen alten Bekannten, der zur Schule in so einer Napola gegangen ist, der hat mir das auch bestätigt. Ja. Also die Lehrer dort waren natürlich handverlesen. Da hat man nicht irgendwelche Mitläufer hingesetzt als Lehrer, sondern das waren aus Sicht der Nationalsozialistischen Partei, waren das die wichtigsten Menschen, um den Nachwuchs an nationalsozialistischen Führern wirklich weltanschaulich auf Parteilinie zu trimmen. Ja. Also dort haben keine Mitläufer unterrichtet, keine Leute, die vielleicht nach außen hin mitgemacht haben, aber innen ein distanziertes Verhältnis zum Nationalsozialismus hatten, sondern in diesen Nationalsozialisten, sozialistischen Führungsakademien, in diesen Napola-Schulen, wo Otto Rösch also unterrichtet hat, also nach Informationen meinem Bekannten, der selber in so eine Schule als Kind besucht hat, das waren also ganz überzeugte Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei, und Otto Rösch war also auch selber NSDAP-Mitglied und war dann, ich glaube 1947 ist er auch nochmal verhaftet worden wegen Wiederbetätigung, ist dann freigesprochen worden, und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, oder er ist auch dann tatsächlich freigesprochen worden, allerdings gab es andere in dem Prozess, mit denen er schon irgendwo Kontakt hatte, die glaube ich, schuldig gesprochen worden. Also, was ich sagen will, ist, also ich denke nicht, ja, ich kann natürlich in niemanden reinschauen, aber dass der 1945 seine Weltanschauung abgegeben hat, sondern er wird für mich in das Muster fallen von Menschen, also ich will ihm nichts unterstellen, der wahrscheinlich vor allem dann später, als er Innenminister war, vieles, was im Dritten Reich, viele Verbrechen, die im Dritten Reich passiert sind, dem ist er sicher ablehnend gegenüber gestanden, aber das ist für mich so jemand, der trotzdem nicht 45 auf einmal aufhört, ein Nationalsozialist zu sein, sondern wo die Kategorien Volk, Familie, Vaterland mit Sicherheit seit seines Lebens eine wichtige Rolle in seinem Denken gespielt hat. Ja. Und in dieser Regierung Kreisky Rösch kommen jetzt also zwei Männer zusammen, also der überzeugte revolutionäre Sozialist, der aus einer jüdischen Familie kommt und die NS-Zeit im Exil verbracht hat, und der Innenminister, der also davor NSDAP-Mitglied war und eine Säule, also kein höchstrangiger Funktionär, auf den es angekommen ist, aber doch ein tragendes Element dieses NS-Staats war. Und die kommen jetzt eben drauf, wenn sie sich nicht wie in den 20er Jahren die Köpfe einschlagen, sondern wenn sie zivilisiert miteinander reden, wenn sie gemeinsam pragmatische Vorhaben angehen, wie Bildungsreform und so weiter, was in diese Zeit in Österreich fällt, und einfach demokratisch zusammenarbeiten, dann funktioniert das sehr gut. Ja. Und eben auch die Leistung dieser Regierung damals ist eine, die heute über Parteigrenzen hinweg in Österreich respektiert ist. Ja. Also selbst Parteien, also selbst wenn man mit Leuten redet, die aus der FPÖ oder aus der ÖVP kommen, also Parteien, die damals in der Opposition zur SPÖ-Alleinregierung waren, dann sind die Mitglieder dieser Parteien heute der Meinung, dass diese damalige Kreisky Rösch-Regierung, stellvertretend für einige andere Regierungen in dieser Zeit, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ja. Das heißt, sozusagen der wesentliche Punkt ist für mich, da gibt es sehr viele Menschen,
die eben exemplarisch Bruno Kreisky und Otto Rösch, aber die stehen exemplarisch eben für tausende andere, die in den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren sozialisiert worden sind, die dort ihre Grundüberzeugungen aufgeschnappt haben, sich gefestigt haben, weil meiner Meinung nach bilden sich bei den meisten Leuten Weltanschauungen im Alter auf jeden Fall vor dem 40. Lebensjahr. Es gibt später nur mehr wenige Leute, die sich vollkommen wandeln. Und diese Menschen, die also allesamt keinen sehr positiven Zugang zur Demokratie haben, ja, die kommen jetzt drauf, wenn sie sich an demokratische Spielregeln halten, ja, und zivilisiert miteinander umgehen, ja, das Ganze über demokratische Prozesse ablaufen lassen, dann kommt auf einmal sehr breiter Wohlstand raus, ja, und eine Gesellschaft, die eigentlich nach vielen Maßstäben her sehr gut funktioniert. Ja. Und jetzt passiert aber Folgendes. Ja. Diese Charaktere, die aber alle irgendwo die Weltanschauung teilt, wir sind irgendwie Teil eines größeren Gesamten. Ja. Wir sehen uns als gewachsene Gemeinschaften. Also ob ich jetzt Arbeiterklasse, Volksgemeinschaft sehe oder die Gemeinschaft der Gläubigen in der christlichen Kirche, ja, das ist gar nicht so wichtig. Aber es sind keine auf sich bezogenen Individuen, die sich selbst als Nabel der Welt sehen, sondern der eine sagt halt, wir wollten ein tausendjähriges Reich errichten, ja, und sind Teil einer Ahnenreihe. Die anderen sagen, wir wollen zum Weltkommunismus und der Sozialismus ist der Übergang. Die nächsten sagen, unser Ziel ist der Sozialismus, ja, aber die Demokratie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Also alle die sehen sich irgendwo als Teil eines größeren Ganzen. Ja. Und ihr Handeln ist auf ein Fernziel gerichtet. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal Urlaub machen darf, dass man nicht ein bisschen Wohlstand für sich selber haben darf, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen, ja, sondern das ist ein untergeordneterer Teil. Ja. Und dieses Denken halte ich für ziemlich zentral, ja, weil da bilden sich Institutionen heraus, ja, die sehr langfristig denken. Also dass es in Österreich, in Deutschland, in der ganzen Nachkriegszeit, eben bis noch über die Euro-Einführung hinweg, bis 2010 streng untersagt wurde, Geld, das die Politik nicht hat, einfach zu drucken, sondern Geld über Steuereinnahmen zuerst einzunehmen, bevor man es ausgibt. Ja. Das ist etwas, was ja kurzzeitig die Politik massiv einschränkt, aber langfristig dafür sorgt, dass wir stabile Währungen und Wohlstand haben. Eben jetzt etwas, was uns jetzt gerade bewusst wird, dass wir das heute nicht mehr haben. Aber auch viele andere Sachen. Ja. Also dass man eine Weltanschauung insgesamt hat, auch vielleicht aufgrund von einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, dass man sagt, man braucht Gewaltenteilung. Ja. Also Böckenförd, auf den ich später in dem Video noch zu sprechen komme, ein Verfassler, Verfassungsrechtler, ein Staatsrechtler, sagt noch, In den 70er Jahren, als dieser Sommer mit den RAF-Attentaten war, also was man auch eine gesellschaftliche Ausnahmesituation hatte, ja, es ist ganz wichtig, die Tat und nicht die Gesinnung von einem zu verurteilen. Ja. Also wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, auch wenn das vielleicht heißt, dass wir in dem Fall sogar bei der Verfolgung von Terroristen, ja, nicht ganz so effizient arbeiten können, aber sozusagen lieber langfristig demokratische Spielregeln aufrechterhalten, als kurzfristig Fahndungserfolge zu haben. Ich möchte das ein bisschen verallgemeinern. Ja. Also auch, dass ich sage, okay, wir... Ein politisches System muss auch damit umgehen können, dass es Politiker gibt, die korrupt sind, die ihre Macht missbrauchen. Das wird es immer wieder geben. Ja. Deswegen haben wir halt Gewaltentrennung. Ja. Deswegen haben wir diese Trennungen zwischen Gesetzgebung und Exekutive, ja, und laden eben nicht einen Tag vor einer Urteilsverkündung im Sinne des Kanzleramtes die Verfassungsrichter ein. Und alles das, was in den letzten 2 Jahren, also ich möchte nicht tagespolitisch werden, aber der große Blick ist irgendwie relativ klar. Also da gibt es einfach sehr viele Sachen, ja, die insgesamt auf eine Sache bezogen vielleicht dazu führen, dass man momentan weniger effizient vorgehen kann, ja, weil man eben die Macht der Exekutive einschränkt, ja, die aber sagen, langfristig erlaubt aber das genau einer Gesellschaft, ja, sozusagen nicht, wenn man mal in eine falsche Richtung rennt, diesen Fehler auch wieder zu korrigieren und den wieder zu berichtigen. Ja. Also natürlich, wenn ich Oppositionsparteien habe oder freie Medien, ja, dann
behindert das jetzt die Exekutive, ja, beim kurzfristigen Erreichen eines Ziels, ja, weil ich Widerspruch habe. Es erlaubt aber langfristig, ja, zu erkennen, wann ich vielleicht nicht mehr die Mehrheit hinter mir habe und den Prozess auf demokratische Weise umzukehren. Ja, eben ohne, dass ich wie in den 20er oder 30er Jahren gegenseitig mir die Köpfe einschlage, sondern indem ich einfach mich abwählen lasse und dann halt auch einmal aus der Regierung wieder verschwinde. Wenn sich neue Oppositionsparteien bilden, dass ich die auch zulasse, ja, und nicht von vornherein untersage. Ja. Also hier gibt's kommend von den Erfahrungen aus den 20er, 30er Jahren, in der Nachkriegszeit eine große Menge an Leute mit unterschiedlichen politischen Weltanschauungen, die aber übereinstimmend sich als Teil einer Kette, wie auch immer man das jetzt genau ausdrückt, ja, aber zu erreichen eines Fernziels sind. Ja. Und so jemand, denke ich, denkt jetzt ganz anders, ja, als Menschen, die im liberal-demokratischen System aufwachsen, geboren werden, also genau wie ich. Ich bin Jahrgang 1979, bin also dann Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren in die Schule gegangen, um die Jahrtausendwende herum habe ich studiert, meinen Wehrdienst abgeleistet und so. Also ich sehe mich genau als Kind dieses Systems, oder ich bin's. Ja. Und wenn ich jetzt denke, was wir sozusagen gelernt haben, also in Richtung Wohlstand und Erfolg einer Gesellschaft misst sich am Bruttoinlandsprodukt. Ja. Es müssen möglichst viel Waren und Dienstleistungen erzeugt werden. Ja. Ob man jetzt in der Altenpflege aktiv ist, ja, oder von mir aus in Afrika als Chirurg unterprivilegierte Menschen behandelt, ja, oder ob man 90-jährigen Frauen Finanzprodukte aufschwarzt, die sie überhaupt nicht brauchen. Ja. Das ist alles egal, was Euros bringt, ja, was Geld bringt, steigert das Bruttosozialprodukt, ja, und ist somit gut. Das ist unsere Messlatte. Ja. Wir haben gelernt, dass Effizienz ist, ja, mit möglichst wenig Kraftanstrengung ein gegebenes Ergebnis zu erzielen. Ja. Also ökonomische Effizienz, so wie ich sie im Studium auch gelernt habe, ist, wenn man ein gewisses Ziel erreicht, das mit dem kleinstmöglichen Einsatz zu erreichen. Ja. Ist für sich genommen natürlich nicht falsch, aber ich erinnere mich heute noch an die etwas verdutzten Blicke unseres Studiendekans Peter Rosner, den habe ich damals sehr gern zugehört bei uns auf der Volkswirtschaft auf der Universität Wien, der also zuerst ausführt, dass, wenn man ein Ergebnis erreicht, es wichtig ist, nur den minimalen Kraft- und Kosteneinsatz zu wählen, ja, und ja nicht zu viel zu machen, um uns dann aber ganz verdattert, weil ihm der Widerspruch gerade selber klar wird, er hat selber super in so eigenen Gedankenkonstruktionen am Professorenpult dann schwelgen können. Ja, also ich hab das noch genau vorwirft. Also uns dann aber bittet, wenn wir auf die Prüfung lernen, nicht nur so zu lernen, dass wir durch die Prüfung durchkommen, sondern wirklich ein tieferes Verständnis der Materie zu entwickeln. Ja. Also auf der einen Seite hat er hier diese ökonomische Effizienz und bittet uns aber dann selber, weil ihm der Widerspruch klar ist, ja, jetzt aber nicht nur kurzfristig aufs Ergebnis hinzulernen, sondern einen langfristigen Plan zu haben, nämlich ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Ja. Also quasi von einem Handwerker, der den Betrieb seines Vaters unternimmt und der mit seinem Familiennamen, ja, für die Produkte steht, der ist ja sozusagen ewig gestrig, ja, weil diese Anschauung, ja, wo man noch mit Namen und Wort und Persönlichkeit für seine Produkte steht, das ist etwas vorindustrielles oder vor dieser Art von ökonomischer Vernunft. Ja. Also heute sagt man dann, okay, ja, wenn du mit deinen Produkten diesen Preis erreichen willst, ja, dann steck genauso viel Arbeit rein, bis du den Preis erreichen kannst, und dann ist fertig. Ja. Es ist ein Gedanken, das immer mehr aufs Kurzfristige ausgerichtet ist. Ja. Also in meiner Generation ganz stark, ja, diese weltanschaulichen Fragen stellt sich kaum mehr jemand. Ja. Man ist heute als Individuum auf sich selbst konzentriert. Man hat dann vielleicht so eine Karte, so ein Poster im Zimmer hängen, wo man die Länder, in denen man schon war und mal in einer McDonald's-Filiale gespeist hat, mit so einem Rubbelding fertig markieren kann. Also man möglichst viel reisen, möglichst viel materiell anschaffen, aber dafür nur ein Minimum leisten. Und das ist ja auch effizient. Das ist genau das, was die Volkswirtschaft heute, was diese liberale Demokratie als Effizienz vorgibt. Ja. Das ist ja der Effizienzbegriff. Ja. Also
möglichst viel, aber mit möglichst wenig Leistung oder bei gegebener Leistung möglichst viel haben wollen. Ja? Also so irgendwo dieses Denken, was vielleicht alte Sozialdemokraten noch hatten, die gesagt haben, ja, im Februar 34 haben wir die Waffen in die Hand genommen, um unsere Grundsätze zu verteidigen. Ja? Da ging es jetzt nicht darum, ja, wenn wir in Linz vielleicht eine Brücke zerstört haben oder wenn wir uns in einem Gemeindebau verschanzt haben und dort auf die Exekutive geschossen haben, ob das jetzt eventuell ökonomische Schäden verursacht oder so, ja? Sondern da war wichtig, ja, das zu tun, was man im Inneren für richtig hält. Ja? Und was also für mich zum Verständnis der momentanen Situation wichtig ist, also wie ich mir die Welt hier erkläre, ja, das ist eben sehr stark dieses, da gibt es lauter Leute, die eine höhere Weltanschauung haben, die keine Demokraten sind, die dann zur Demokratie, sehr verkürzt ausgedrückt, gezwungen werden und die dann auf einmal draufkommen, dass unter diesen Voraussetzungen die Demokratie wirklich gut funktioniert. Ja. Und das ist jetzt das, was Wilhelm Röpke beschreibt. Ja. Er beschreibt also die liberale Demokratie inklusive des Wirtschaftssystems dahinter als Moralzehrer. Ja. Das heißt, es funktioniert kurzzeitig viel besser, ja. Aber es fehlen die Leute, die hier sich aufs Langfristige ausrichten, die auch mal unpopuläre Maßnahmen durchbringen, die vielleicht die nächsten Wahlen kosten, aber weil sie auf Sicht von 20 Jahren gesehen richtig sind. Ja. In diesen Kategorien denkt nach einer gewissen Zeit niemand mehr. Ja. Und so wie diese Erlebnisgeneration, die also in der Zwischenkriegszeit auch viel Grausames mitgemacht hatte, aber das für sie prägend war, die den größeren Maßstab hatte, so wie diese Generation langsam verschwindet, also in den 80er, in den 90er Jahren, einzelne Politiker sind ja noch weit übers Pensionsalter hinaus tätig. Gell? Das heißt, es hat auch noch Anfang der 2000er Wende noch Leute gegeben, die politischen Ämter waren, die Zwischenkriegszeit, die Kriegszeit, den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Ja? Aber so wie die verschwinden, wird die Perspektive immer mehr und dann eigentlich total aufs Individuum gelegt. Ja. Also ich habe keine Zusammenhänge mehr. Ja. Völker, Familien, Klassen, das sind alles Begriffe aus der Vergangenheit, die noch irgendwo mitspielen, ja, aber die im Grunde immer unwichtiger werden. Ins Zentrum wird das Individuum gerückt und das Individuum aber an sich denkt auch nicht mehr in Generationen, sondern denkt im Hier und Jetzt. Ja. Und kurzfristig führt das halt scheinbar, also so interpretiere ich die Geschichte, dazu, dass sehr viel Kapazitäten frei werden. Ja. Also ich persönlich empfinde das auch gut als gut, ja, wenn man miteinander redet und zum Kompromiss kommt, ja, und nicht die verschiedenen Gruppen den Knüppel hinter sich haben und bei jeder Gelegenheit zuschlagen. Ja. Also das erfordert Opfer und wenn man die nicht mehr hat und sozusagen unter dem Druck von außen an einem Strang zieht, dann funktioniert es auf einmal besser und effizienter. Aber Wilhelm Röpke eben, wenn er schreibt, dass die liberale Demokratie ein Moralzehrer ist, der auf eine Moralreserve aufbaut, die aber von außerhalb dieses Systems kommt, dann ist das, also ich weiß nicht, ob er es genau in dem Punkt gemeint hat, weil die Schriften halt auch schon ein gewisses Alter haben, ja, aber für mich ist es ein sehr plausibler Erklärungsansatz, ja, dass das halt Leute waren, die größere Perspektive, dass nicht alles hier und jetzt so wichtig ist, dass es jetzt nicht so wichtig ist, ob ich meinen nächsten Urlaub leisten kann oder nicht, sondern das Wichtige ist, dass ich langfristig auf eine bessere Gesellschaft zusteuere. Diese Menschen haben quasi, ohne dass sie überzeugte Demokraten waren, das Rückgrat der Demokratie gebildet in Österreich, in Deutschland in der Nachkriegszeit, haben breiten Wohlstand erschaffen, haben es aber nicht geschafft, eine neue Generation zu bilden. Das ist diese Moralreserve, die langsam aufgebraucht ist, ja, die in ähnlichen Kategorien denkt. Ja. Also sozusagen in meiner Generation hat man es ja mitbekommen, dass es effizient ist, zum eigenen Vorteil auf Weltanschauung, Moral oder Rückgrat zu verzichten. Ja. Also es hätten vielleicht nicht alle so deutlich ausgedrückt, ja, aber gescheit ist, was ökonomisch weiterbringt. Gescheit ist, was die Karriere positiv beeinflusst. Ja. Moralische Werte sind da irgendwas, was dem entgegensteht. Ja. Effizient ist, was im nächsten Quartal die besten Ergebnisse bringt. Ja. Ob das vielleicht in
3 Jahren oder in 10 Jahren negative Auswirkungen haben. Das ist die Verantwortung, die dann aber ein anderer tragen muss, die Ergebnisse. Wir denken heute nicht mehr in einer Generation. Wir denken heute nicht mehr daran, ob was heute vielleicht kurzfristig positive Effekte bringt, in 10 Jahren negative Effekte bringt. Ja, also ich mag das vielleicht noch ein ganz simples Beispiel bringen, mit dem ich ab und zu kämpfen habe. Ja. Wenn ich mich am Abend mit 3 Freunden treffe und ein deftiges Abendessen esse und 2 oder 3 Bier trinke, dann ist der Abend lustiger, macht mir mehr Spaß. Langfristig legt aber mein Körpergewicht zu, es fällt mir beim Sport etwas schwerer und ich leide darunter. Umgekehrt, wenn ich am Abend ein Mineral und einen Salat zu mir nehmen, dann bringt mir das kurzfristig weniger Nutzen, aber langfristig wäre ich fitter. Ja? Und diesen Fristenkonflikt, den gibt es ja in der Politik, in der Gesellschaft ganz oft. Ja? Also wenn ich heute nennenswerte Gelder, aber auch personelle Ressourcen in den Bildungsbereich bringe, ja, dann hat das auf 20 Jahre gesehen, macht das wahrscheinlich was sehr Positives. Also Regierung, Kreisgeräusch bin ich da auch wieder. Ja? Aber kurzfristig sind das natürlich Gelder, die ich nicht verteilen kann. Wenn ich dagegen jetzt in einem halben Jahr Wahlen habe und ich verteile die Gelder kurzfristig als Sozialleistungen, als irgendwelche Bonuszahlungen, ja, langfristig fehlen sie aber in der Bildung, dann ist das etwas, was kurzfristig aufs Wahlergebnis gesehen wahrscheinlich positive Auswirkungen aus Sicht der Politik hat, ja, langfristig aber negative, ja. Und eben für mich eines der bedeutendsten Sachen, die eben auch langsam wirklich jeder im Supermarkt spürt. Also das ist keine theoretische Diskussion. Vor 2 Jahren ist man da noch belächelt worden. Ja, du machst da so viel Gedanken und das siehst du einfach mal pragmatischer. Ja. Aber genau diese Punkte. Ja. Es hat einen Sinn gemacht, dass ich von 1950 bis 2010, also über 60 Jahre hinweg in Deutschland und in Österreich gesagt habe, Staatsfinanzierung über die Notenpresse, das machen wir nicht. Das führt zu Inflation und das führt zu Massenarmut. Ja? Das ist nicht gut. Ja? Und zu jedem Zeitpunkt wäre es damals einfacher, populärer gewesen für die Politik zu sagen, vor der nächsten Wahl drucke ich mir nochmal ein paar Milliarden, weil kurzfristig fällt das gar nicht auf. Langfristig unterminiert das den Geldwert, aber damit haben Regierungen 2 Legislaturperioden nach mir zu tun. Ja? Das heißt, Politiker, die sich nur am Hier und Jetzt und an der kurzfristigen Macht ausrichten, ja, werden immer zum Ergebnis kommen, dass die langfristige Geldwertstabilität viel unwichtiger ist als die momentanen Umfragen. Ja. Und das ist eben das Ergebnis einer Generation, die bereits in diesem System groß geworden ist und in diesen Moralkategorien denkt. Ja. Die Politiker, die eben in den 70er Jahren an der Macht waren, die Zwischenkriegszeit miterlebt haben, ja, die Grabenkämpfe miterlebt haben, die waren sich noch viel mehr bewusst, wie dass eben man selbst nicht der Nabel der Welt ist. Ja? Dass es nicht nur darum geht, sich selbst maximal zu bereichern, was ja heute als ökonomisch integeres Motiv gilt. Ja? Sondern die waren sich bewusst, dass man das in ein größeres Ding einordnen muss. Bei all der Differenzen der verschiedenen Weltanschauungen, aber wo doch die Parallele ist, ja? Man hat sich selber eben nur als kleiner Schritt der Menschheit des Volkes oder der Arbeiterklasse auf dem Weg zu einem Fernziel gesehen. Ja. Und dieses Denken ist halt komplett verschwunden. Ja. Es ist ja nicht nur verschwunden, sondern es ist ja dann auch als anrüchig angesehen worden, ja, zumindest einmal als dumm. Ja. Also wer Prinzipien hat und dafür ökonomisch eine Verschlechterung in Kauf nimmt, das ist im besten Fall noch irgendwie ein Exot. Ja. Aber es galt als ökonomisch unklug. Und das Ergebnis, ja, dieser Generation, die da jetzt eben Hauptsache auf sich zentriert ist, ja, wo überhaupt nicht mehr die Frage da ist, ja, wovon will Deutschland oder Österreich in 20 Jahren leben, ja, sondern die jetzt rein aufs Hier und Jetzt, auf die nächsten Monate fokussiert ist, ja, das bringt halt wahrscheinlich jeweils gesehen auf wenige Monate ein besseres Ergebnis, wie wenn ich auf die lange Frist schaue. Aber insgesamt unterhöhle ich halt hier die Grundlagen meines eigenen Wohlstands. Und das ist das, was wir aktuell gerade an allen Ecken und Enden sehen. Ja. Also eben jetzt wieder ein bisschen zum Ursprung zurück. Ja. Also Markus Krahl erklärt halt ganz gut diese Folgen und diese Wirken rein ökonomisch. Aber was er nicht sieht, ja, und was Wilhelm Röpke hier schon sehen mag, auch als liberaler Denker, ist, dass eben
die heutige Situation, ja, nicht irgendwas ist, was vom All mit einem Komet gekommen ist, ja, und ein funktionsfähiges System getroffen hat, sondern wir heute sind Resultat der Entwicklung in den letzten 50 Jahren. Ja. Dafür anführen kann man auch, ich habe mich jetzt rein auf Österreich und Deutschland reduziert in der Betrachtung, sonst wäre das viel zu lange geworden, aber man kann ja in vielen Ländern was sehr Ähnliches beobachten. Ja. Also die Entwicklungen sind ja in ganz vielen Ländern und verschiedenen Systemen sehr, sehr ähnlich. Ja. Also die liberale Demokratie schafft es eben vor allem, wenn sie mit Menschen geführt wird, die aber selbst keine liberalen Demokraten sind, sondern denen die Einordnungen in größere und kollektivere Zusammenhänge möglich ist, noch intellektuell, die schaffen unter den Rahmenbedingungen der liberalen Demokratie scheinbar einen sehr großen Wohlstand. Die liberale Demokratie kann das aber aus sich heraus nicht aufrechterhalten. Ja. Daraus folgt, dass es auch keinen Schritt zurück in die 60er, 70er oder 80er Jahre gibt, wie das jetzt manche ältere Leute gern nostalgisch hätten. Das ist einfach naturgemäß nicht möglich, ja, weil es das Resultat ist. Ja. Die liberale Demokratie dürfte also hier nach Wilhelm Röcke ein Moralzehrer sein, ja, der auf eine Moralreserve aufbaut, die das System selber nicht erhalten kann. Ja. Und da kommen wir jetzt eben auch noch zum Böckenförd-Diktum. Also Ernst Wolfgang Böckenförde war Richter am Deutschen Verfassungsgerichtshof, ist Staatsphilosoph, Rechtsphilosoph, Verfassungstheoretiker, Verfassungsjurist, ja, ist vor, glaube ich, 2-3 Jahren verstorben, nachdem er schon im Ruhestand war, aber ist hier jemand, der von einer anderen Seite, glaube ich, unabhängig davon, ja, zum selben Ergebnis kommt wie Wilhelm Röpke. Also da gibt es dieses Böckenförd-Diktum, das eben sagt, dass das liberal-demokratische System, ich glaube, er drückt es ein bisschen anders aus, ja, aber auf Voraussetzungen aufbaut, die es selbst nicht garantieren kann. Ja. Ich sage das selber vor allem deswegen dazu, weil ich nicht plagieren will, also da habe ich das her, ja. Aber ich würde es dann für mich etwas umformulieren, nämlich eben die liberal-demokratische Ordnung baut auf Voraussetzungen auf, die sie selbst nicht schaffen und auch nicht erhalten kann. Ja. Das dürfte das Ganze ziemlich perfekt in einem Satz zusammenfassen, der eben nicht in dieser Form, aber in sehr ähnlicher Form von Böckenförde kommt und den ich eben auf diesen Punkt bringen will, ja. Und das ist für mich zum größeren Verständnis, also auf dem Kanal rede ich ja sehr viel über dann Geldanlage und Aktien und so weiter. Ja, das ist halt das, wo man, wenn man die Welt ganz gut einschätzen kann, wo man auch sein persönliches Einkommen damit findet. Aber für mich ist die Beschäftigung mit der Welt zunächst einmal Selbstzweck. Also ich mache das nicht, um gut in Aktien zu investieren, sondern zunächst war mal die Neugierde auf die ganze Welt und das Nachdenken da und erst nachher kam die Börse bei mir dazu. Aber zum Verständnis der Jetzt-Situation. Ja. Warum haben wir auf einmal so hohe Inflationsraten? Ja? Warum hat man bei der Energiewende nicht darauf geschaut, was passiert, wenn das und das passiert? Ja? Warum denken wir in so vielen Punkten kurzfristig? Ja? Also es gibt ja auf der kurzfristigen Art, ja, verstehe ich sehr vieles, was die Politik macht. Ja? Also wenn ich da auf einmal mit einem Virus konfrontiert bin, und alle schreien Panik, dass ich einmal sicherheitshalber sage, ich mache lieber mehr als zu wenig, ja, ohne über die langfristigen Konsequenzen nachzudenken. Das ist für mich absolut menschlich und nachvollziehbar. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen die Flüchtlinge schon vor der Haustüre stehen habe, ja, und denen geht es jetzt schlecht, dass ich jetzt sage, ich mache die Grenzen auf und versorge sie, ja, das ist auch die moralisch richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Ja. Aber dass ich mir keine Gedanken mache, was hat zu der Situation geführt, ja, wie muss Rechtsstaatlichkeit funktionieren, dass wir langfristig unser Sozialsystem aufrechterhalten können. Ja? Also, dass ich mir diese langfristigen Sachen nicht stelle, dass ich an allen Ecken und Enden, eben das, wo ich mich am meisten damit beschäftige, aber es wird da halt so klar mit der Währungspolitik. Ja? Warum, wenn man über viele Jahrzehnte lang ein stabiles Dollar, ein stabiles Eurosystem, also mit den Vorläuferwährungen hatte, ja? Das zu breitem Wohlstand geführt hat, weil eine stabile Währung eine von vielen Grundlagen für Wohlstand ist. Ja. Warum beginne ich auf einmal
mit einer Politik, die das unterminiert. Was hat sich da verändert? Und es war nicht die Ausnahmesituation der Griechenlandrettung und es ist auch nicht die Ausnahme meiner Meinung nach des Ukraine-Konflikts. Ja. Also wenn man sich die Politik der Deutschen Bundesbank, ich bin jetzt etwas gesprungen, aber anschaut während der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre und 2000er Jahre, wir hatten da einige Kriege leider in Jugoslawien. Ja. Wir hatten den Zusammenbruch des Ostens, ja. Wir hatten die Wiedervereinigung, die wahrscheinlich die größte finanzielle Großanstrengung war, die die BRD jemals schultern musste. Ja. Wir hatten so viele Konflikte auf der Welt, wir hatten so viele politische Ereignisse, die passiert sind. Ja. Aber dennoch hat man natürlich gesagt, okay, wir könnten jetzt kurzfristig Geld drucken, zum Beispiel um die Wiedervereinigung zu finanzieren. Das wäre aus Sicht der westdeutschen Politik viel einfacher gewesen, als sich das über unpopuläre Maßnahmen wie den Soli und so weiter von den Leuten zahlen zu lassen. Ja. Steuern sind so gut wie nie populär, ja. Das Geld zu drucken ist immer viel einfacher. Aber man hat während all dieser Jahrzehnte gesagt, ja, aber das machen wir nicht. Es würde uns zwar für die nächste Wahl etwas bringen, ja, aber langfristig wird das die Grundlage unseres Wohlstands unterminieren. Ja. Das waren aber eben noch Politiker, die in einer Zeit der politischen Grabenkämpfe, der Weltanschauungen, des Zweiten Weltkriegs, all der Zerstörung und so weiter groß geworden sind, die in diesen Umständen in einer nicht-liberalen Demokratie groß geworden sind und die irgendwo mitbekommen haben, dass es um höhere Werte auch noch geht. Ja? Dass Wohlstand zwar eine der wichtigen Sachen ist, aber nicht der Dreh- und Angelpunkt, auf dem sich die ganze Weltgeschichte reduzieren lässt. Ja? Und eben diese sind mit der Zeit immer weiter verschwunden und die Menschen, die in der liberalen Demokratie groß geworden sind, also sag's nichts über jeden Einzelnen aus, aber als Gesamtgruppe kann man das dann schon so eindeutig sagen, die sind nicht in der Lage, diese Leistung aufrechtzuerhalten. Ja? Die haben gelernt, also sind auch so sozialisiert worden in dem System, ja, dass der eigene Vorteil, dass ein Maximum an Ergebnis mit einem gleichbleibenden oder mit einem minimalen Einsatz. Ja, das ist ökonomische Effizienz. Ja. Nur so können wir den Wohlstand und den Reichtum aufs Maximum bringen. Ja. Jeweils auf Sicht von 6 Monaten mag das stimmen, vielleicht sogar noch auf Sicht von 2 Jahren. Ja. Aber langfristig, ja, übersehe ich dabei, ja, dass ich viele, viele Entscheidungen treffen müsste, die kurzfristig ökonomisch negative Auswirkungen haben, die aber langfristig die Gesellschaft stabilisieren würden. Und das ist eben sukzessive, meiner Meinung nach, es ist schwer zu sagen, wann es genau passiert ist, aber ab den 90er Jahren, seit diese Erlebnisgeneration immer weiter mit der Politik aufgehört hat, ist das schwächer und schwächer geworden. Und ist ersetzt worden durch Politiker, die mehr oder weniger das eigene Fortkommen, ja, sich selbst als Dreh- und Angelpunkt der Welt sehen. Da ist dann natürlich die nächste Wahl das alles Entscheidende. Ja. Und die gewinne ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn ich Geld statt über Steuern zu finanzieren, was langfristig das System stabilisiert, einfach drucke. Ja. Ja, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Das ist ein Punkt oder ein Video oder Gedanken, die für mich ziemlich zentral in meinem Denken sind, ja. Weil es auf der einen Seite viele Menschen gibt, die jetzt irgendwie diese Vogel-Strauß-Taktik haben und sagen, nein, wir leben eh im besten aller Systeme, das sind alles nur Ausnahmen jetzt, das klärt sich auf, es gibt keine fundamentalen Probleme, ja. Wir werden Lösungen für jedes einzelne Problem finden und dann wird es wieder so wie vorher. Das wird einfach nicht passieren, ja, weil das jetzt das Resultat von dem vorher ist. Ja. Und es kommt nicht aus dem luftleeren Raum, diese neue Generation an Politikern, die eben Kraftwerke abschaltet, ohne Alternativen zu haben, die ja einfach sich selbst als Nabel der Welt sieht, ja, und wo es ja unklug erscheint, eine höhere Moral habe, weil die grenzt mich ja nur ein, wenn es um Koalitionsverhandlungen gibt, ja, sondern Erfolg wird dann einfach in Reichtum und in Macht gemessen, ja, ohne langfristige Auswirkungen haben. Also diese Generation, die fällt nicht vom Himmel, sondern die ist das Ergebnis dieses Systems. Ja. Deswegen wird es da auch keinen Weg zurückgeben. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch eine stärker werdende Denkrichtung, die ich einmal
im ersten Schritt begrüßt, die sich jetzt natürlich vieles in Frage stellen, was lange als sicher gegolten hat, die jetzt in Frage stellen, warum das so ist, warum funktioniert vieles nicht. Die Fragen sind richtig, aber die Antworten gehen dann in Richtung Great Reset, ja, und da gibt es eine quasi geheime oder gar nicht so geheime Elite, die irgendwo einen Masterplan hat, ja, und die jetzt bewusst, ja, dieses erfolgreiche System abschafft und transformiert. Ja. Und es gibt zwar diese Interessensgruppen, ja, und es gibt natürlich das World Economic Forum und Bill Gates und so weiter. Ja. Das sind alles Gruppen, und ich glaube auch, dass es nicht sehr intelligent ist, wenn alte Menschen, wo der Tod schon nahe rückt, in einem Lebensalter, die Milliarden haben, wenn die so viel gesellschaftliche Macht haben und ihre Netzwerke. Das halte ich durchaus für thematisierenswert. Ja. Aber ich halte das Ergebnis trotzdem für falsch, ja, dass es jetzt hier eine bewusste Entscheidung ist, sondern es ist dann eben nicht so einfach zum Erklären, und ich habe jetzt für das Video, glaube ich, schon über 50 Minuten gebraucht, ja, um meine Gedanken hier zusammenzufassen, und auch ich habe mich auf Denker vor mir bezogen, ja, die da schon viel geklärt haben, ja. Aber wenn man differenzierter darüber nachdenkt, wenn man versucht, nicht eine einfache Lösung zu finden, also es ist eh alles in Ordnung, wir brauchen uns keine Gedanken machen, oder es ist der Great Reset von bösen Menschen, die müssen wir nur bekämpfen, dann sieht man, dass es quasi ein System ist, das sich selbst langsam erschöpft. Ja. Da ist niemand da, also es gibt sicher Leute, die das bewusst noch hintertreiben, ja, aber die sind in dem gar nicht so relevant, ja, sondern das liberale System schafft seine eigene Grundlage aus sich selbst nicht und muss daher zu dem Zustand führen, den wir jetzt haben. Das ist dann der Punkt, wo mich öfter, wenn ich die Gedanken ausführe, jemand fragt, ja, und was ist jetzt die Alternative? Das sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, beziehungsweise ich kann auch keine plausible anbieten. Ich kann festhalten, dass es sowas wie das Ende der Welt nicht gibt. Immer wenn die Menschheit in Krisen war, wenn Völker in Krisen waren, dann hat es auch Lösungen gegeben. Es war in... Wenn ich jetzt die deutsche Geschichte hernehme, dann gab es schon sehr, sehr viele Situationen, 30-jähriger Krieg, ja, eben die Zerstörungen nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo wir in viel schlechteren Ausgangslagen waren als heute. Ja. Also demnach sehe ich das Ganze, also es wird schon Lösungen geben, aber ich kann sie nicht präsentieren. Ja. Mir geht es darum, ja, zu analysieren, mir Gedanken zu machen, mir die Welt zu erklären. Ja. Der YouTube-Kanal ist für mich zur Selbstreflexion da ganz wichtig, und wenn es Leute gibt, die sich das auch noch ansehen, dann freut mich das. Ja. Würde mich auch interessieren, was ihr zu dem Video haltet. Ja. Die Kommentare stehen euch gerne offen. Ja. Aber es geht mir nicht darum zu sagen, also ich bin kein Politiker, der eine Lösung anbieten kann. Ja. Aber ich glaube, ich kann analysieren, ich kann über das Ganze nachdenken. Ja. Und für mich ist das Wichtige, wenn ich über die Zukunft nachdenke, ja, dass, also was die Kernaussage dieses Videos sein soll, ob ich jetzt will oder nicht, ja, es gibt keinen Weg zurück, ja, zu diesem liberal-demokratischen System, weil es sich selbst quasi, wie das Wilhelm Röpke beschreibt, ja, langsam aufgezehrt hat, ja, weil es, wie Böckenförde das andenkt, ja, die Grundlagen, auf denen es selbst basiert hat, langsam aufgezehrt hat. Ja. Das heißt, so ein simples Zurück ist nicht möglich, ja, und es gibt aber auch keinen Endkampf zwischen Gut und Böse. Das ist immer viel zu martialisch, ja, wo ich halt auf der einen Seite den Great Reset habe und auf der anderen Seite die Bevölkerung, und da gibt es dann eine kleine Minderheit, die vorhat, die Bevölkerung zu versklaven. Ja. Ja, das ist eine sehr einfache Darstellung, die in manchen Nuancen was Richtiges hat. Ja. Also es gibt einen Interessensunterschied zwischen Eliten und den breiten Massen. Deswegen findet diese Denkrichtung auch einiges an Zulauf. Ich halte aber auch das für falsch. Ja. Sondern das System erschöpft sich einfach aus Mechanismen, die in dem System inhärent sind, selbst, ja, und an dem Punkt stehen wir jetzt. Ja. Also wie gesagt, es wird eine spannende Zukunft, aber einfache Lösung kann ich für das auch nicht anbieten. Mir geht es primär mal darum zu verstehen, auch um dann Prognosen ableiten zu können. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.